Hallo Freunde und willkommen zurück zur wirklich letzten Folge Marvels Midnight Suns. In der letzten Folge haben wir sehr viel gequatscht, eigentlich nur gequatscht und Outfits ausgewählt, die wir dann teilweise trotzdem nicht angezogen haben. Es wird Zeit, dass wir unsere Mutter verdreschen. Und ja, die Gespräche am Ende der letzten Folge, muss ich sagen, These gates were forged by the gods billions of years before humanity took its first breath. All the combined armies on Earth could not. Stimmt, and die nicht. We're in. Hulk schon. Yeah. Way over our heads. I know this place from my dreams, from welcome home, child. I have been waiting for this moment a long time. No! Way to end this forever. What do you think I am trying to do? I did not come here to free Cathal. I came to destroy him. More lies from his herald. If that were the case, you would be dead already. You surprise me, beloved one. Coming so far, yet still so blind. Shackled by your precious caretaker. Lilith, no! You have no idea! But I do. Be free, my child. And embrace your true self. Pick up your weapon. The final battle is almost upon us. No. It is over already. Child. You lost your child when you gave them to us. As our vessel. Cthon. We owe you, Demon Mother. This foul trinket was our final obstacle. The moment is here, and all the pieces in their proper place. It begins with sacrifice. Four souls for four gods. Four heroes. Equal to those who bound me. Plucked from my vessel's mind. As they fall, so too will our bonds. The light of the midnight sun will see to our return. Help me! Save your world! Save my child! This was always his plan, his wider ambition. Cathan's corruptive influence has weakened the Hunter's mind to the breaking point. My child, I have failed you. Bricht Cathans Einfluss auf Hunter. Die stärksten Helden wurden von Cathan gefesselt und können diesmal nicht mitkämpfen. Die verbleibenden Helden müssen sich zusammentun, um Hunter aus Cathans Kontrolle zu befreien. Die Missionskarte Aussteigen holt einen neuen Helden in den Kampf, doch der Held, der ausgetauscht wird, kann nicht zurückkommen. Und ja, wir müssen gegen den Hunter kämpfen. Das ist nicht gut. So, alle Gegner sind einmal zweimal verwundbar und einmal markiert. Sehr nice. Nee, Quatsch. Sind nicht markiert, sind provoziert. So, sorry.
Hunter ist gestärkt und ja, hat den besonderen Effekt Thorns Zorn, füge allen Angreifern Schaden zu, sprich Don. Und jetzt zählt als Superschurke. Habe ich schon mal gesagt, dass ich da Bock drauf habe? Nein? Habe ich auch nicht. Sag ich, wie das. Gut. Wir machen das einmal. 1, 2. 3. Oh, should be good. Nothing personal, but I think you're out of your league. Das hier. Und dann können wir das gleich wiederholen. Aber zunächst einmal. Na, wobei, vielleicht hebe ich mir den noch auf. Captain Schlag da drauf. Auf dich und auf dich. Try this on for size. Ja, das mit dem Aussteigen. Ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Ich muss mal gerade gucken, wer ist denn überhaupt. Also Magic ist raus. Wanda ist raus. Tony ist raus. Und Nico ist raus. Das ist nicht gut. Das ist natürlich ziemlich nice. Karte. Die gilt auch, glaube ich, nur für den, der den Helden besiegt hat. Hm? Nee, okay, der Held, der gerade ausgewählt ist. Das ist gut. Dann würde ich aber... Na, so leid es mir tut, wir nehmen ihn noch raus. Ich hoffe nämlich... Das ist Dorn. Das ist jetzt nicht, was ich haben wollte. Wobei... Das könnte gleich sehr witzig werden. Wieso sind denn ja... Ah ne, es sind 9. Ich habe mich gerade verguckt. Ich dachte, ja, es sind jetzt nur noch 8 Helden in Reserve. Das macht ja gar keinen Sinn. So, das war das hier. Und dann auch mit den. Nehmen wir den Weltenbrecher. Das ist schon ordentlich Schaden. Das macht uns zwar auch Schaden, aber hey. Hulk is mad! Boom. Wieso haben wir keinen Schaden genommen? Ich dachte, so funktioniert Kiffons Zorn. Hm. Autsch. Hulk, remember your face! So. Da ist noch ein Midnight Sun. Ich glaube, ich habe eine echt schlechte Nachricht für Hunter. Our vision is born through the eyes of countless followers. Every whispered prayer for my dark gift bringing us closer to you. Your words are meaningless here, Kathan. I know the Hunter would rather die than serve as a path to your reawakening. You may be descended of the blood, but pride will not carry you to victory this time, witch. You must hear me, my child. Resist him. Pritzel, Pritzel. Habe ich schon mal gesagt, dass diese Karte ein Bosskiller ist? So, Hunter ist am Boden. Cool.
Und Storm kriegt sogar ein neues Level dazu. Look to the skies. Dann das mal eben. Ziehen einiges an Karten. Good one. Hawk saw that. Sehr schön. Sogar noch gestunt. Ich habe nur noch. Den nehmen wir mal kurz raus. Ich habe auch theoretisch noch die hier, aber die bringen mir gerade nicht viel. Dann smash mal den halt rum. Hawk went easy. So, als Vorbereitung holen wir schon mal eine Midnight-Zahn, also die Midnight-Zahn-Karte, sprich Höllensturm. Ist halt leider jetzt nicht verbessert, aber wir ziehen gleich nochmal zwei Storm-Karten. Das ist einfach zu witzig. Manöver. Könnten den noch einmal in die Luft jagen, aber nee, das bringt uns nicht so viel. Ich tausche, glaube ich, trotzdem mal Peter aus. Ich hoffe nämlich, dass wir Steven gleich kriegen, weil wegen Heldenmut erzeugen. Du bist nicht Steven. Na gut. So, Hunter steht auf, Hunde kommen. What's up? You can still break his halt. You must fight. So. You will hesitate to harm the hunter, but your savior is mine. With my arrival, they will never fear another again. Then we'll just have to knock some sense into them before that can happen. Ich würde sagen, wir geben einfach mal 7 Heldenmut aus. Ich lasse ihn einmal so. Und dann darfst du noch Blitzerblitz spielen. Beziehungsweise Hunter spielt den Blitzfänger. Ich glaube, so krass habe ich Hunter noch nie zerlegen können. So. Das würde ich sagen, war es offensichtlich schon. This just in from the National Weather Service. Ouch! For the last true god, without hubris. Maybe so, but maybe all we need to do is stall. No. Until the true champion of the gods returns. You're our leader. We got your back. We're family. And family's family. You're a Midnight Sun now. One of us. Be gone! You drove him. Out. I was too late. The Midnight Sun! It's here! Yup. Oh,
Hui, Bibelsturm. So was K'thon. No, broken vessel. K'thon is everywhere. Ich weiß nicht, der hat ein bisschen was von dem Protoss-Gesicht. Sehr gut, Magic als erstes befreien. Oh, hätt's mir halt zwei Dreadmaiden auf den Hals. Ja, jetzt wird's witzig. Besiege K'thon. Hunter muss sich mit den engsten Verbündeten der Midnight Suns zusammenschließen, um die Gegner zu bekämpfen und K'thon zu besiegen. Bestimmte befallene Gegner jeder Welle sind viel stärker als normal. Besiege diese befallenen Gegner, um die Karte Siegel etablieren zu bekommen und zur nächsten Welle zu gelangen. Sobald jeder verbündete Held eines der vier Siegel etabliert hat, kann Hunter das Siegel vervollständigen, um K'thon einzusperren. Das Halsband von Hunter wurde zerstört und diese Macht ist nun entfesselt. Die Passivfähigkeit von Hunters Halsband ist deaktiviert, doch Gesundheit und Offensive steigen. Schade, keine kostenlosen Lichtkarten mehr. Die Urgötter haben unseren Helden gesegnet. Nutze ihre Missionskarten in jeder Runde, um die Horden abzuwehren. So. Wir haben Hippos Hilfe bekommen. Betäubung und zwei Verwundbar auf alle Gegner anwenden. Hunter, you have the power to stop this. Together you can still form the seal. Würde ich sagen, machen wir das erstmal kurz so. Weil zwei Dreadmaiden sind halt schon ein bisschen übertrieben. Dann können wir mal mit Limbus Griff so it begins. Schon mal anfangen, Magic zu stärken. I'm feeling stronger already. Ziehen wir mal Waffen. You're a good friend. Gut. Und auch die haben sogar zwei betäubt. Das ist ja nett. Zumal wir haben noch Dark Child auf der Hand. Also theoretisch haben wir drei Runden, wo die Gegner uns nichts tun können. Möchte ich einen von denen aufwecken? Nö. Mitternachtssonne. Das könnten wir auf jeden Fall mit Magic uns holen. Dann hätten wir noch einen Dark Child. Auch wenn die Karte dann nicht verbessert ist, aber zumindest gewinnen wir eine Runde, ne? Ach ja, stimmt. Das gilt ja bei denen nur für eine Aktion. Unangenehm. Naja. Und wieso? Das ist unfair. Ihr wart doppelt betäubt. Na gut, jetzt kommen natürlich noch mehr Gegner. They have not changed their plans. Mhm. Who are you to deny us? We were a part of this world long before you and will remain long after. Ah, halt die Klappe. This world can do without you. This world has no choice. Alle, die auf Hunter gehen, haben jetzt leider ein Problem. Your mother. Apparently she's promiscuous. Dann weiß nicht warum, aber das Spiel hat immer noch so seine Dingensprobleme. Krass. Ich habe jetzt gerade erst gesehen, wie krass Hunters Offensive gesteigert wurde. Das ist jetzt ärgerlich, weil ich eigentlich mir das für später hätte aufheben sollen. Ich kann den nicht in Hunter selber reinschubsen. Das wäre nicht so clever, weil die dann alle aufstehen. Ja, machen wir erstmal das hier. Mit dem Gruppensturz ist dann zumindest die erste Dreadmane schon mal tot.
Ich will nämlich die Dreadmans dringend loswerden. I hope you are prepared. So. Once again. Sollen wir da hinten mal bitte. Wie die steht noch. Das ist jetzt ja doof. Hm. Eine Falltür. Hm. Dann schalten wir das einfach so aus. Oh, Gaias Segen gewährt allen Helden volles Blocken und 4 Stärkung. Das ist nett. So, dann Magic, du schubst sie mal bitte hier hinten rein. Dann können wir mit Limbus Griff später noch ein neues Portal aufmachen. Aber erstmal. Oh, gibt sogar ein Limbo-Portal, das ist ja nett. Erstmal müssen wir jetzt gucken, dass wir die ausgeschaltet bekommen. Tritt perfekt. Dann können wir das reicht nicht, um die Mystikerin zu treffen. Das ist gut. Ich weiß gerade nicht, warum Magic da Schaden nehmen sollte von dem Zug jetzt, aber hey. Dann Dreadmaiden treten und Dreadmaiden töten. They cannot possibly match yours. Be happy you can still draw breath. Und sogar noch ein Limbo-Portal, perfekt. Können wir uns dann später nutzen. Gut, Hunter bekommt jetzt 2 Angriffe ab und Magic den einen hier. Und dann müssen wir uns mal um die befallen, denn hier können wir die viel zu viel Leben haben. Ja, sogar mehr Leben als die Dingens, als die Dreadmaiden. Und die haben auch noch viel zu viel Block dabei. Schade, die Dingens rechnen alle nicht aus, um die zu erwischen. Verdammt, warum habe ich das mitgenommen? Können wir später nutzen. So, verdammt, genau, wird sich jetzt zur Verderbnis wird sich jetzt auf die Gegner hier ausbreiten. So, die anderen werden jetzt alle ihre Betäubung. Looking at me now? Wir wissen, sie habt alle eure Betäubung entfernt. Das. Form the seal. It can be done. Ja, kein Stress hier. So, fangen wir jetzt mal damit an. Wie gesagt, es ist ein bisschen schade, dass wir unser Halsband nicht mehr haben, aber ja. Dass der Effekt nicht funktioniert, wenn das Halsband zerlegt wurde. Relativ obvious. So, gucken wir mal, was haben wir denn so an Schaden im anrichten können? Viel. Oh, hier könnten wir nutzen, dass das Ding volle Gesundheit hat.
Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich das Dark Child spielen. Also so ist es ja nicht. You had your chance to escape. Hail that. Dann Limbo-Portal. Ja. Das hier. Und einmal schubsen. Dank zwei Limbusköpfen macht das jetzt auch schon nicht schlechten Schaden, aber es wird mehr. So, Schwächung provoziert. Die Provokation ist vollkommen irrelevant. Aber können jetzt mal. Ah, Mist, ich kann ja jetzt logischerweise nicht mehr. Warte mal, habe ich nicht gerade Limbportal Plus gespielt? Hätte ich da nicht ein Manöver bekommen sollen? So, ich mach das jetzt einmal mit Hunter. Your time has come. Weil vielleicht sehen wir noch locker aus. Die Schwächung ist irrelevant. Geht mir vor allem halt darum, dass wir Magic heilen. Und Hunter, dann nimmst du mal bitte noch. Ist er dann weit genug weg von Magic? Ich hoffe es. Dass er von der Verdorbenheit Deadness gleich nicht getroffen wird. Und jetzt. Einmal bitte. Und ich weiß nicht, warum es zwischendurch echt von der Frames her abbricht. Ich habe halt im Hintergrund nichts laufen, außer halt die Aufnahme, logisch. Aber ohne die Aufnahme ist das ja vergebliche Liebesmühe, ne? Ja, dann gönnt euch Gegner. So, die, wie wir sehen, die Statuseffekte kommen leider trotzdem durch. Aber hey. Solange der uns nicht benommen macht, ist alles gut. So, das ist okay. Verflucht ist auch uncool, aber auch hier, wie gesagt, nicht das Problem, dadurch, dass wir gleich auch einfach ein Manöver mal einsetzen können, um sie zu heilen. Enjoy your rest. So, die 300 sterben auch einfach, weil das alles nur noch Minions sind. Und so kommt eine Verderbnis dazu, ja moin. Das wird dann, ja. Und die letzte. Hunde. Wie gesagt, die Hunde sind keinerlei Problem. Warum fängst du jetzt an, hier zu schützen? Das ist doch ätzend. Ah, die Verderbnis macht die Hunde, das ist sehr nervig. Halte ich nichts von. You will lose, Kathan. I know you sense it. Dann. Na, ich nehme mal die Betäubung für den. This will have to do. This will certainly so, auch wenn es jetzt leider den. Nicht schnell triggert. Weil so viel Schaden machen wir noch nicht. Aber kommen trotzdem ein Manöver zurück, falls Relais jetzt triggert. Wenn wir entsprechend nochmal schubsen. Tut es leider nicht, aber das ist okay.
Wir können trotzdem schubsen. Wird den Morgenstern nicht auf den einsetzen? Aber gut. Dann nutzen wir mal den Stein, um zumindest die Mystikerin auszuschalten. Und ich würde gerne Magic ein bisschen vom Hunter wegbekommen. Noch. Ja, das funktioniert nicht. Das sollte reichen. Von der Distanz her. Nur falls. Na, wobei ich habe ja jetzt eh noch das eine Manöver. Ich kann das leider. Doch, ich kann das sogar nutzen, um Hunter zu heilen. Umso besser. Ich dachte, dass man auch nur einmal pro Runde heilen kann. Aber scheinbar kann man öfter pro Runde heilen. Nur halt einmal nur schubsen. Das Problem ist, dass der jetzt wieder die Verderbnis in unsere Reihen bringen wird. Wahrscheinlich. Viel zu viele Hunde. Ist das denn ernst? Okay. Da er sich vielleicht noch wegbewegt hat, tut er uns einen großen Gefallen mit. It is your true destiny, Hunter. So, machen wir das erstmal so. Das wird nachher richtig witzig. Also wenn wir jetzt schon mal gucken, wie viel Schaden sie mit einem Schubs durchs Portal macht. Das wird auch noch mehr. So viel sei schon mal verraten. Du gehst durchs Portal und wirst verwundbar. Dann können wir mal gucken. Wie viel HP hast du noch? Na, also die Heldenkombo würde ausreichen. Warte mal. Ich würde aber gerne zumindest gerade mal eine Karte ziehen. Let us see if they have an answer for this. Okay. Das geht natürlich auch. Das reicht nicht für den Kill, aber wir haben da hinten nämlich noch den Stein. You had your chance to escape. Beziehungsweise auch theoretisch die. Wie heißt es da hinten? Die Leylinie. Und dann sollten wir noch gucken. Dass wir zumindest einen von den beiden Hunden ausschalten, weil. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit für Verderbnis so gering wie möglich halten. Ja, der Hund haut sie und der Wächter haut Hunter. Und die Mystikerin will wahrscheinlich einfach nur wieder was aufbeschwören. Und sie geht auch auf Hunter. Ich hatte nicht geguckt, auf was sie geht. Jetzt beschwört sie noch einen Hund. Ich bin schon froh, dass sie hier nicht irgendwie sozusagen als Missionsbonus noch irgendwie was übelst krasses beschwören kann. Ich glaube, mit deinen Schützen bringt dir echt gleich nicht mehr viel. Maybe I should be flattered. The seal will return him to his prison.
Waren wir sind dran. Ich meine, wir können ziehen nachher bestimmt wieder die Heilung oder so. Alles gut. Also könnte ich theoretisch auch mit Hunter. Wie heißt's? Den Lifestyle nehmen. Gut. Lass mal gucken. So ziehen wir zwei Karten, also gönnen wir uns. It's better if you quit now. Das ist gut. Das Limbo-Portal nutzen wir mal. Ich kann halt leider nicht den Wächter schubsen. Aber ich kann auch die Mystikerin schubsen, auch wenn sie beschützt ist. Was immer noch ein bisschen Panne ist, dass es funktioniert, aber hey. Weg. Next time, it will be forever. Dann witziger Trick. Dich mal vor den Hunter schmeißen. More than enough. Und dann nehme ich mit dem schnellen Schnitt ihn in die Leylinie schubsen und alle drei Hunde killen. I saw a move like that once, centuries ago. Auch wenn das leider wieder mal das Verbergen verschwendet, aber hey. So. Ich meine, das killt den nicht gesamt, nicht ganz. Ach, wir können das auch einfach mal so machen, oder? Auch wenn es eine Stärkung verschwendet, aber hey. So, du machst nichts. Sie. Okay, ist selber schuld. So, damit müssten wir gerade jetzt die Karte bekommen, ne? Dass wir die. Genau. Das hier. Mitternachtssammel. So, Problem ist, dass Magic zweimal verflucht ist. Und verflucht kann halt zu echten Problemen führen. Deshalb machen wir das jetzt so. Töten alle Gegner, heilen Magic. Und anschließend. Ich weiß, es reicht nicht. Der hat eh schon Schwächungen. Da ist ein neuer Stern drauf. So, jetzt reicht die Helden-Kombo. Dann sind wir den los. Und damit haben wir das erledigt. Nutze die Karte Siegel etablieren, um eins der himmlischen Siegel wieder aufzubauen, das Cassons dunkle Kraft bindet. Wenn du alle vier Siegel etablierst, kann Hunter das Siegel vervollständigen und Casson endgültig einsperren. Ja, ist glücklicherweise eine kostenlose Karte. Auch wenn wir dafür jetzt, glaube ich, Magic weggeben müssen. Ja. It can be done. Keep going. Was ein bisschen schade ist, wie gesagt, weil, es wäre halt lustig, die ganze Zeit mit bei Magic noch mit Limbus Griff immer und immer weiter zu pumpen und nachher so eine Dreadmaiden oder so einfach mit einem Schubs durch ein Portal zu killen, aber wir können nicht alles haben.
Ah, zwei Nestmother. Ah, und Revenants. Und kein Held, mit dem ich Bluten verursachen kann. I am still the prize. Gut. Boah, warum nicht, ne? Das war... irgendwie nicht, was ich machen wollte. Still they persist. Ja, ich weiß, wenn ich eine Nestmother direkt angreife. Eigentlich wollte ich mit einem schnellen Wurf arbeiten. Ich weiß nicht, warum ich sie jetzt einfach geschubst habe. Das killt sogar auch. Schön. Umso besser. Mehr Karten für uns. I am impressed. So. Hunter ist bei allen das Ziel. Das ist ja echt doof, ne? Dann können wir das mal nutzen. Hunter kann sich halt gleich wieder verstecken. Freuen wir uns drüber. Welcome assistance. Ich nehme auf jeden Fall den Hexenfluch. Chaos consumes. Nein, schon nicht mal mit 6 Helden Loot damit. Gerne. You will pay the greatest price. Dann schubse ich dich mal in diesen Revenant rein. Oh, warum nicht? You have earned this. Kostet deine Aktion. Sehr angenehm. You were too weak for this fight. Machen wir den allen nochmal ein bisschen Schaden. Your time has come. Sie müsste theoretisch jetzt wieder. Okay, nee. Ach, wahrscheinlich, weil es nicht mit einer Fähigkeit war. Funktioniert die das nicht, dass sie uns markiert. Dann mit einem Kugelblitz. Reality is only an illusion. Und der zweite Kugelblitz killt die dann, kostet entsprechend auch wieder keine Aktion. So, drei. I'd consider another profession if I were you. So, das heißt, wir haben immer noch eine Aktion über. Das heißt, wir killen den einmal mit Hunter. Damit Hunter sich verstecken kann. Your mother abandons you. Auch wenn wir es, glaube ich, jetzt gleich nicht brauchen. Weil die beiden sich jetzt gegenseitig angreifen. Und sie wahrscheinlich auf sie eine Blutung anwendet und entsprechend dann auf sie ausschiebt. That will not be enough. Gut, sie bringt sie nicht vorher um, das ist wichtig. I will make you regret that. Ja, sie darf sogar zweimal angreifen. Sehr schön. So, die Mitternachtssonne werde ich nicht mit Wanda einsetzen. Die Nestmother. Genau, sie heilt sich ein bisschen. Und gibt dann gleich die Hälfte ihrer HP ab. Nee, so eine Dark Legion musste jetzt nicht mit auftauchen, ehrlich gesagt. Ja, komm. Gib mir Altäre. Ich muss dir Schaden machen. So, beschwörst du auch noch welche? Oder schaden die jetzt beiden? Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt nicht. Sie kann die auf jeden Fall buffen. Also es könnte durchaus sein, wenn wir einen Altar kaputt machen, dass beide Schaden kriegen.
nicht und so ein Brau. Doch weh. Es sind ein paar viele Effekte gerade. Nö, verwirrt. Verwirrt ist sogar noch schlimmer als verflucht. Und ich muss sagen, bis gerade eben hatte ich das verwechselt. So. Die sind beide auf sie aggro, das ist schön. Die Hunde gehen alle auf Wanda, das ist nicht cool. Ja gut, Atomsruf bringt uns gerade gar nichts. Wie Leben hast du nicht genug? Das ist gerade echt eine Dia-Show, ey. Holy shit. Feel my call. So. Perfekt. Ist okay. Und ich mach mal einen ganz kurzen Cut. Ich will mal eben kurz ein bisschen gucken, ob ich hier die... Ja, jetzt gerade geht's wieder. Ich glaube, wenn ich den nächsten Angriff starte, dann geht's wieder in die Hose. Wartet mal ein. So, ich habe jetzt gerade einfach mal die Grafik eine Stufe runtergestellt, alles von episch runter auf hoch. Sieht auch immer noch okay aus. Also ziemlich gut sogar, ehrlich gesagt. Mit dem Chaos regiert kriegen wir gerade nicht so viel angepeilt, wie ich gern hätte. Kugelblitz. Guck mal. Eins, zwei, drei. Okay, ne, dann kann ich bei dir anfangen, kommen. Und die Hunde fallen weg, das ist ganz gut. Next time, don't mess with a witch. So, die Frage ist, kriegt die einen Rauchschaden? Scheinbar nicht. Das ist ja frech. Okay. Dann. Warte mal, was machst du? Heilt. Das ist nervig. Und du. Im Helden einen zufälligen negativen Statuseffekt. Das ist gerade schlimmer. Deshalb machen wir das jetzt erstmal kaputt. Once again, Lilith's servants fall. Jetzt könnte ich theoretisch. Ach, schade, die Leyline ist kaputt. Ich könnte. Das geht nicht. Ich hatte gehofft, dass ich mit Wanda vielleicht die Dingens hier in die Leyline reinschubsen kann. Aber ich meine, können sie ja trotzdem mit Hunter in die Leyline schubsen. Beziehungsweise, nee. Das Problem ist, ich will halt eigentlich, dass die beiden sich weiterhin auf sie konzentrieren. Das heißt, eigentlich will ich den Nestmuttern keinen direkten Schaden machen. Weißt du was? Ach shit, ich habe kein Nachziehen mehr. Nö, dann schalte ich jetzt das Ding einfach aus. Zwar komplett übertrieben hiermit, aber hey. So, sie kriegt Schaden. Und dann... Ja klar, Hunter wurde dadurch aufgedeckt, aber hey. So, die beiden Revenants gehen auf sie.
klar, geht nur auf ihren Block erstmal, aber vor allem heißt es ja, dass die Revenants nicht auf uns gehen und auch nicht irgendwie noch anfangen, hier irgendwen in ihren Seelen mit reinzunehmen. Aber das Problem ist, wir können das halt nicht dauerhaft aufrechthalten. No more wasted time. Oh, das macht halt echt Schaden. Es wäre auch nett, wenn ihr nicht beide auf Scarlet Witch gehen könntet. Hunter ist auch da, also. None will be spared. Die teleportiert sich einfach mal ein bisschen rum. Ach ja, die kriegt auch noch Block dazu. Wie unschön. Not shaken their confidence. Gut. Dann würde ich sagen, wenn die alle drei markiert sind, also alle drei Züge lang markiert sind, dann konzentrieren wir uns vielleicht gleich echt darauf, die, ja gut, die gehen nämlich jetzt auch nicht mehr auf die Nestmutter hier hinten. Reicht die? Ja, die Reichweite reicht. Sehr gut. Auch wenn das jetzt alle provoziert. Aber es kann sein, dass sie nicht provoziert werden, weil sie ja betäubt ist. Und ja, das ist sogar gerade der Fall. Dann holen wir uns mehr Heldenmut, auch wenn wir den gerade brauchen. Aber jetzt gerade ist vor allem der Konter schön. Dann einmal Boom. You're not going to Tick, Fett, Fader, Boom. She will sustain us. You will pay the greatest price. Aber Aktion der Stadt, da kann ich leben. I'm right here, still waiting. So, dann Heilung und entsprechend Karazin. Aber ich kann nicht weiß. Ja doch, wir überheilen definitiv. Die Geduld muss sich wieder neu aufbauen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber einmal können wir den Morgenstern noch stärken. Beziehungsweise das müsste ja den Klingensturm genau holen. Reicht der um... Nee, schade. Aber ich kann einen von denen kaputt machen und den Hund hauen. Ist leider nicht kostenlos, aber es ist okay. Their time is short. Wir kriegen auch, glaube ich, durch die Mitternachtssonnenkarte immer eigentlich die Anzahl an Heldenmut, die wir brauchen, um die Karte dann auch zu spielen. Hat das jetzt eigentlich die Betäubung aufgehoben? Ja, schade. Ja gut. Ach stimmt, der war ja noch markiert. Dann den Morgenstern noch hier drauf. Dann sind wir nämlich zumindest schon alle Altäre weg. Wenn das vollkommen übertrieben war mit dem Morgenstern jetzt. Aber hey. Weil clevererweise wäre der Morgenstern auf die, glaube ich, gewesen. Man kann nicht immer alles haben. Das reicht nicht. Schade. Und Scarlets Rückstoß reicht auch nicht. Okay, dann hoffen wir mal, dass sie jetzt nicht Scarlet Witch umbringen und alle sind glücklich. Einer von den beiden wird jetzt auch wieder neue Altäre beschwören, die werden beide jeweils einen Altar verbessern. Oder gibt die Mitternachtssonne immer nur grundsätzlich vier Heldenmutkarten? Heldenmut, das kann natürlich auch sein. So, die andere wird einen Angriff starten und einen verbessern.
Ach, das bringt euch nicht so viel, wie ihr denkt. Oder wie ihr hofft wahrscheinlich. There can be no resistance. Ja, genau, hier, Hunter. Der hält es aus. Hält das definitiv aus. I'm flattered to have held their attention. So. Dann einmal. Ja, Morgenstern ist auf dem maximalen Schaden. Fangen wir damit an, würde ich sagen. No mercy for the servants of Lilith. Geduld wollte ich praktisch einsetzen. Zumindest eine von den beiden Nestmüttern kann jetzt so tot. That will not be enough. Your suffering will be immeasurable. Ach, weißt du. Jupp. Dann können wir einen schnellen Wurf. Eins, zwei. Erledigen. Und vielleicht nehme ich dann doch auch die Geduld, um die Nestmutter da hinten jetzt noch zu vermöbeln. Weil stimmt, ja, ich hätte ja theoretisch auch die Geduld, um sie zum Bluten zu bringen. I had hoped for a challenge. You're still holding back, Hunter. I can feel your true power. So, wenn er noch mehr Power hat, ne, dann bemitleide ich ihn so definitiv. So, kommen wir wieder rein. Dann. Verdammt, jetzt habe ich sie aus dem Ding rausgeschubst. Naja, egal. Und sie macht jetzt den Fehler und beschützt Waldtiere. Deshalb, ich muss sagen, eben die beiden Dreadmaiden, da hatte ich ein bisschen Bammel. Dass die beiden Wächter die Befallenen waren, war jetzt nicht das Problem. Dass hier die Nestmütter die Befallenen sind, ist ein schlechter Scherz. Also es ist so leid, es mir tut, aber ich kann Nestmütter einfach nicht ernst nehmen als Gegner. Ich meine, ich hauche jetzt einen von ihren Steinen an, der geht kaputt und sie geht drauf. So. Schade, das geht nicht. Dann halt so. Das ist gar nicht viel, aber die Nestmutter geht drauf. I saw a move like that once, nicht? Centuries ago. Hm. Ach, weißt du. Komm. Chaos unleashed. Dann halt so. Das nächste Siegel ist aktiv. Alle Gegner gehen drauf. Kathorn kriegt Schmerzen. Und wir holen uns Iron Man. Anstatt dass wir hier als Jeremiah Kane sozusagen Robbie noch kriegen. Aber naja. Let's go. Was kommt jetzt? Mehr Revenants. Mehr Dark Legions. Unschön. Wir haben befallene Dark Revenants, vor allem drei Stück. Sehr unhöflich. It will not last much longer at this rate. Okay. Jetzt müssen wir nachziehen schon mal. Das schwächt zumindest. Hm.
Die Leylinie hier drin ist gerade ja belegt. Sind nicht aktiv. Beziehungsweise können. Das triggert zwar den Schnelleffekt nicht, aber wir ziehen eine Karte und gewinnen einen Heldenmut. Der reicht mir gerade. Ja, verzieh dich ruhig da hinten in die Richtung. Sehr schön. Reicht das jetzt? Nee. Tony könnte den jetzt. Ach, schade. Dann sterben die. Lass mal eben kurz für ein bisschen Heldenmut dazu. Es ist nicht viel. Aber es ist okay. Bei. Ja, doch, komm. Auch wenn sich die eine Dark Legion im spalten wird. Aber wir kriegen einmal ein neues Nachziehen dazu, sodass wir schon mal den Höllenfeuerstrahl befeuern können. Der Dark Legion. Ja, und du bist auch schön. Das nehme ich, glaube ich, gleich mit Hunter noch. Nochmal ein Klingenwirbel. Ah, das ist jetzt gerade unangenehm. Jetzt bräuchte ich definitiv was, was Blut verursacht. Müssten die nicht jetzt übelst viel Leben verlieren? Das ist voll gut. Die schwächen sich halt gegenseitig. I don't complain. Scheiße. Das wird ja richtig witzig. Ja, ich weiß, ihr habt jetzt alle Bluthunger. Ein bisschen Blut geleckt bei Tony. We have the upper hand for now. So. Erstmal Karten ziehen. Precisely what I needed. Vor allem. Das mal. Ich anwenden. I have the target in sight. Leave some for the rest of us. Und dann nicht noch mal mehr nachziehen. Waffen weiter den Höllenfeuerstrahl. Jetzt muss ich nur mal gucken. Sinnvoll wäre es, glaube ich, die drei Revenants hier zu erwischen. Beziehungsweise, nee, Moment. Erstmal einen von euch noch ausschalten. Es kann nur halt jetzt sein, dass Tony gleich voll aufs Maul bekommt. Okay. Das Problem ist, das ist halt keine kostenlose Karte. Das wäre natürlich auch noch witzig. Warte mal. Ah ne, das mit dem... wie heißt's? Dass die Angegriffenen, beziehungsweise dass alle Lillen von demjenigen provoziert werden, der Schaden verursacht, liegt an den Nestmother, nicht am Befallen sein.
Gut, ich mach das trotzdem mal so, dass wir Tony hier hinten hinstellen und dann den Höllenfeuerstrahl losjagen. Denn dadurch, dass die da hinten ja markiert ist, kriegen wir die Aktion zurück und machen ordentlich Schaden. So, und Tony demonstriert nochmal eine wunderschöne Art und Weise, was es bedeutet, Magie und Technik zu verbinden. The wonders of modern technology. In Kombination mit Magie. Dürfen wir nicht vergessen, Hunter. Dann... Der zusätzliche Block ist vielleicht nicht verkehrt fürs Tony, weil der kriegt gleich richtig was ab. Aber wir können auch noch ein bisschen was verhindern. Nämlich, den wir dich erstmal da reinschubsen. Also den schon zwei ausgeschaltet. Entsprechend logisch. Kriegen noch mehr Leute. Deswegen kriegen die noch weniger Gesundheit. Ich bräuchte halt eigentlich noch was, um sie zu schubsen. Aber ich kann halt nicht. Krieg halt kein Manöver mehr rein. Das Ding reicht nirgendwo hin. Die anderen Leylinien bringen uns auch nichts, außer die hier würde ihn zum Teilen bewegen. Dann hoffen wir mal, dass Tony das jetzt übersteht. Ich glaube nicht. Weil nicht mit der Blutung. Mhm. Das war das. Oh, kein Stress. So. Das ist jetzt gerade nicht die Karte, die ich haben möchte. Weil wir könnten das hier mal das verwenden. Ich habe nämlich eine Idee, ob das jetzt so klappt, wie ich mir das denke, weiß ich nicht. Aber es könnte echt freaky sein. So, die gehen alle instant drauf. Okay, nee, schade. Also die, gegen die ich sie, wo ich die Leute gegenschubse, die gehen nicht direkt drauf, aber trotzdem gibt das ordentlich Schaden. Jetzt gehen sehr viele Hunde drauf. Tut mir leid, Peter. Next time run while you still can. So, ganz viel Seelenbindung. Dann haben wir noch den Morgenstern, kann ich nutzen, um noch wen zu killen. Leyline ist gerade ausgeschaltet. Ich kann dich ja noch schubsen zumindest. Das reicht nicht. Du kommst nicht bis an den Abgrund. Du kommst bis an den Abgrund. Vielleicht haben wir Glück. Yes. Da hilft nämlich auch Seelenbindung nicht. Ich weiß nicht, ob wir den Fall schon mal hatten, aber Seelenbindung hilft nicht bei Abgründen. Was eine sehr angenehme Sache ist. Dann... Nee, warte.
Auch wenn es nicht so clever ist, aber der ist auf Dauer sonst nerviger, wenn der noch anfängt, weitere Kopien oder so zu machen. Und dann wir beleben Tony einmal wieder und können ihn dann nämlich direkt hochheilen. Wie auch immer jetzt ich regel, das getriggert hat. Dann kann ich sie auch ausschalten und vor allem 94%. Ich meine, wir spielen immer noch Phyrexis Game. Aber funktioniert. Perfekt. Dann mache ich dir noch einen Schaden. Auch wenn ich gern Tony noch geheilt hätte, aber jetzt gerade greift ja eh niemand Tony an. Um genau zu sein, kann aktuell nur sie angreifen, also alles gut. Sie wird sich dann jetzt ein bisschen HP von Hunter holen. Ah ne, doch nicht. Ich dachte, du bist K.O. Ja, ihr habt jetzt alle euren Bluthunger. Müsstet euch jetzt eigentlich auch mal wieder regenerieren, oder? So, mit zählen. Okay, haben sie einfach nur nicht angezeigt. Gut. Erstmal das hier. Weil wir sind ja jetzt auf gerade mal 5 Heldenmut, das geht ja nicht. Na komm. So, schalten wir erstmal das aus. Your time has come. Speed to restore our strength. Dann mit den Fesseln des Feuers. Dich jetzt hier rein, dann sind die auch erledigt. Lilith will be disappointed in you. Und dann haben wir noch 2 Aktionen, ne? Genau. Tony heilen brauchen wir nicht. Zieh mal lieber gerade Karten. Gut, ich hätte auch mit Dingens Karten gezogen, aber ich würde sagen, eine Luftüberlegenheit ist witziger. Und dann kann Tony sein Siegel aktivieren. A flying mechanical combat suit almost seems like cheating. Und dann bleibt nur noch die Runde mit Nico. There. You just need one more seal to end this. Ja, ich weiß. So. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht noch mehr Revenants kommen. So 4 Revenants, die verbunden sind und befallen. Nee, Nestmütter. Okay. Sind die beiden Nee, es sind noch nicht mal beide Nestmütter befallen. Es ist kein von den beiden Nestmütter befallen. Okay. Überrascht mich ein bisschen. Come on over here, then. Gut. Geht leider gerade keine auf. Nur eine auf Hunter. Das ist nicht viel. Oschtours Geschenk. Gewährt allen Heldenkarten auf deiner Hand kostenlos und ziehe eine Karte. Ja, moin. Gönnung. Ich meine, es gilt nur für die Handkarten, ne? Also. Aber trotzdem. Holy shit. Würde ich sagen, let's go. You had your chance to escape. Eine Party. Make you regret.
Ja, ich weiß. Du auch noch? Ne, es triggert nur einen scheinbar. Jo. So, das ist die Ziel bei K.O. eine Karte. Dann ziehen wir doch eine Karte. Ist halt kostenlos jetzt gerade, aber funktioniert ja trotzdem. Dann schade, dass gerade kein Revenant da ist. Erstmal dich Schaden machen. Ich gehe nicht davon aus. Ich glaube, die zählen jetzt alle als Befallene, als Schuppen, ne? Nee, tun sie nicht, okay. Ganze kostenlosen Karten will ich natürlich auch ausspielen. Also ich will ja jetzt hier Ostros Geschenk nicht vergeuden. Auch eben drei Karten ziehen, ist auch wichtig. Dann hier noch Karten ziehen. No pain will shake our loyalty. Gucken, ob ich auf die 10 Helden komme. Sieht gerade nicht gut aus, aber wir kriegen zumindest 4 Helden zusammen. Welcome assistance. Ich meine, ich könnte versuchen, sie darunter zu schubsen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt so gering. Ich meine, das kann kein Gegner K.O. setzen, aber es macht Schaden. I saw a move like that once, centuries ago. Dann oh, komm, schubsen wir nochmal gegeneinander. Schubsen euch dann nochmal gegeneinander. Ja, ich weiß. Das ist doch eh schon auf den anvisiert, also. So. Nächste Runde gibt's auf jeden Fall einen kleinen Riss im Himmel. Wenn ich jetzt mal gucken muss, ob die Blutmagie eventuell auf Stärken steht, das wäre natürlich ideal. Hört sich das an, ja, ist okay. Tut weh, aber haben immer noch Block, also so ist es nicht. Die Hunde kommen vorbei. Ich glaube, die haben sich das nicht gut überlegt. Fesseln des Feuers könnten gleich witzig werden. Okay, das ist natürlich, stimmt. Das sind ja auch mögliche Ziele für den Riss im Himmel. Oh, die Nestmutter wird sich auf keinen Fall freuen. Ja, ich werde den Riss im Himmel trotzdem spielen, weil ja, warum nicht? Wäre ja lame, wenn ich es nicht tun würde. Sehr unhöflich. Aber erstmal Nico heilen. Schnell. Nee, schnell ist nicht, was ich möchte. Versuche ich jetzt. Schade, es sind nur 33 Schaden, das ist nicht so viel. Ziel mit voller Gesundheit, ne? Die hat bisher nur Block verloren. Your time is come. Boom. Hydra standards have fallen a great deal.
Dann diese Zeit. Wie gesagt, die Nestmutter wird keinen Spaß in ihrem Leben haben, auch wenn entsprechend viel wahrscheinlich auf die Dingens verschwendet werden. Auf die Altäre. Und entsprechend auch eventuell die Nestmutter selber dann noch als Schaden, also als Damage Sponge sozusagen wirken kann. Es sieht einfach cool aus. Hat auch ein bisschen was von der Lilith aus Borderlands. Just be careful, you do not string together the wrong phrase. Das hat weniger Schaden angerichtet, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Wie viel Leben hast du noch? Das ist nicht so viel. Alter. There is nowhere to run. Der Hund steht zwar noch, lebt aber nicht mehr, das ist gut. Die gehen eh bald auf Hunter, ne? Also so ist es ja nicht. No mercy for the servants of Lilith. Ich halt noch. Einfach 1350 Schaden auf dem Morgenstern ist halt einfach insane. Und ja, klar, die Gegner hier haben auch einfach insane Lebenspunkte, aber... Das sind ja trotzdem nicht viel, also... Es könnte sein, dass Hunter jetzt sogar mal Lebenspunkte verliert. Also er wird jetzt Lebenspunkte verlieren. So viel steht fest. Aber... So, sie schubst uns jetzt auch wieder durch die Gegend. Aber wir können es halt selbst jetzt noch hochheilen, also... Sie versuchen es zumindest, ne? So. Mist. Müsste nicht theoretisch, wenn Hunter sich da hinstellt, gucken wir mal, ob das einfach nur nicht mit angezeigt wird. Nee, schade. Funktioniert nicht so. Dann schubse ich sie aber jetzt trotzdem einfach an. Tschüss. Wer anderen eine Grube gräbt, mehr sage ich dazu nicht. Dann... Das ist kostenlos. Das ist schön. Das machen wir auf jeden Fall. Kriegen wir sogar noch eine Karte dazu. Einen heiligen Strahl. Ist okay. Kurz ein bisschen überlegen. Den brauche ich gerade nicht. Den schnellen Schnitt kann ich noch ein paar Gegner ausschalten. Your time has come. Zack. If I see you again, it will be the last time. Und dann auch noch mal einfach die Anzahl an Lebenspunkten, die sozusagen auf dem Feld sind, verringern. Ja, ich weiß, wir haben gerade wieder einen Heldenmut ausgegeben. Aber den können wir hiermit zurückbekommen. Und, nee, schade. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass wir eine Karte ziehen, die uns... Der wir den hier auch noch ausschalten können. Schnell brauchen wir halt gerade auch nicht. Da ist eine Karte, mit der wir den ausschalten können. Das heißt, der Riss im Himmel geht jetzt voll auf den Wächter.
Das sind entsprechend auch nochmal 1330 Schaden. Das ist weniger, als der ein Leben hat, muss man sagen. Nichtsdestotrotz wird dem das wehtun. Blink and you'll miss it. Und erneut, es sieht fucking awesome aus. Blood magic is as powerful as it is dangerous. Mhm. Ich hätte sie natürlich auch noch stärken können. Fällt mir gerade ein, das wäre clever gewesen. Naja. No problemo. Der bringt auch noch eine Mitternachtssonne mit hier rein. You don't see me running. So. Fangen wir nochmal so an. Rettungsruf. Nico, schalt mal bitte hier die Hunde aus. I'll give it a whirl. Dann den Hexensturm. 4x99 ist theoretisch für den zu wenig. Das ist korrekt. Ja, ich hätte es auch auf den anderen machen können. Das hätte genau das gleiche. Also es hätte sogar mehr gebracht, wenn wir das machen können. Oh, I almost feel bad for you losers. Almost. Welchen dann mit Dings hier killen könnte. Ja, also, ne, ich könnte auch einfach mit dem Heiligen Strahl töten. Na komm. Zögern wir es nicht noch weiter raus. So, das Siegel etablieren bitte, Nico. Und Hunter. Einmal Siegel vervollständigen. Das sieht nicht gut aus. We are endless. And we never shut up. Nothing will harm that book. Ich bin nicht so sicher. Only Cthulhu can kill. Cthulhu. Energy! Surge! Get out of there! Magic? Portal wäre jetzt hilfreich. Go home. Leave. And live.
know. What's happening? K'thon changed us both when you cured me centuries ago. We belong to that book as much as him now. I failed you. No. You saved me. Saved us all. Whatever happens next, we shall face it together. Mother. Mit dem Portal wäre einfacher gewesen. Ja, ich habe mir viel zu viel Zeit gelassen. So, das war's soweit mit dem Gameplay. Die Credits lecken gerade übelst. Auch schön. Ich hoffe, ja. Nö, okay. Das Spiel ist einfach abgestürzt. Auch schön. Moment. Wir müssen den letzten Zug nochmal wiederholen mit Nico. Das ist okay. Das kriegen wir hin. Machen wir es schnell. Ich hatte schon befürchtet, dass wir irgendwie am Anfang der Mission rausgespuckt werden oder so. Ja. Komm, weg. Still they persist. Machen wir es einfach. Eigentlich brauchen wir das schon fast gar nicht mehr. Welcome assistance. So, einmal die. Den hier. Dann. Todesschwarm. Und dann am Schluss die Bluternte. Ich werde dann die Abschlusssequenz nochmal überspringen. Wenn das Spiel nicht lässt. Und ansonsten unterbreche ich halt kurz die Aufnahme. So. Siegel etablieren. Tod. Jetzt ist auch zumindest der tote Hund nicht noch auf der Map. Das ist ja auch schon mal viel wert. Vielleicht lag es auch an dem. Ne? Vielleicht war der eine Höllenhund jetzt das Problem. So. Okay, können wir skippen. Sehr gut. Ja, es ist immer noch nur ein Stern. Ich weiß. Ah, guck mal, da haben wir nämlich, weil wir, glaube ich, beim letzten Mal, also meine ich gerade eben gesehen zu haben, dass uns nur der Kampfanzug angezeigt wurde, nicht die beiden Helix und auch nicht der Meister der Jagd. Gut, wie gesagt, ich lege den Controller nochmal hin. Planmäßig war das jetzt das Ende des Gameplays. Und ich würde ein kurzes Fazit ziehen. Das meiste habe ich ja eh schon gesagt. Mir persönlich, wer hätte es gedacht, gefällt das Spiel sehr gut. Sonst hätte ich es ja nicht aufgenommen. Und gerade jetzt die letzten drei Folgen, also die, diese Sonderschnittfolgen, das war teilweise, hat das echt lange gedauert. Also an den letzten beiden Folgen zusammen saß ich fast den ganzen Tag.
Sometimes I forget just how beautiful that can be. I never do. Just wish everyone was here to see it. Well, a giant wall of light did just teleport us back here from the crossroads of creation to our own little pocket dimension, localized here in the sunny suburbs of Massachusetts. Fairly certain anything's possible at this point. Ja. Und ich mach mal eine Nummer schneller. Wie gesagt, Spiel gefällt mir sehr gut. Macht super viel Spaß, gerade halt, weil theoretisch jeder Kampf bzw. jeder Zug effektiv einfach ein kleines Rätsel für sich selber ist. Also es ist nicht wie... Es ist ein bisschen vergleichbar auch mit den XCOM-Spielen, die auch von Firaxis sind, dass man halt mit den gegebenen Situationen oder mit der gegebenen Situation pro Runde immer gucken muss, okay, wie nutze ich meine Ressourcen am besten, um möglichst viel Schaden an den Gegnern zu machen, um möglichst das Objective am besten zu beschützen, um halt das meiste rauszuholen. Hier ist es aber nochmal meiner Meinung nach ein interessanteres Thema. Well, I'm starting to think the ancient ones never believed we'd actually survive the prophecy. I could consult the records of the Vishanti once the city approves the Sanctum's rebuilding permit. Lilith and the Hunter's Bond defied death before. Defied K'thon. Prophecy or not, I know this story is far from over. Und natürlich ganz in Marvel Fashion. Es gibt immer noch Sequenzen nach den Credits. Was witzig ist. Aber wie gesagt, ich finde, hier hat man mehr Möglichkeiten als in einem XCOM, einfach weil man mehr Helden hat. Also man hat halt generell Helden, nicht Klassen, aber ich bezeichne das jetzt einfach mal als das gleiche. Also ich behandle es jetzt gerade einfach mal gleich, weil wir halt theoretisch, es macht ja keinen Unterschied, ob wir Sniper X, Sniper Y oder Sniper XY mitnehmen. Klar, die haben teilweise unterschiedliche Skillungen, aber das haben wir ja in den Helden theoretisch auch die Möglichkeit, immer wieder unser Deck anzupassen. Da wir aber wesentlich mehr Helden haben, als es Klassen in den einzelnen XCOM-Spielen gibt, finde ich, hat man halt einfach mehr Auswahl, um sein Team zusammenzustellen. Man hat augenscheinlich mehr Ressourcen, weil ja theoretisch jede Karte eine Ressource ist, aber gleichzeitig dadurch, dass man halt im Normalfall ein Manöver pro Zug hat, drei Aktionen pro Zug und so weiter und so fort, ist man in seiner Auswahl ein bisschen eingeschränkter und das macht die Herausforderung aus. Das ist, was ich an diesem Spiel so feiere. Es gibt natürlich auch negative Punkte in diesem Spiel. Ich habe es ja schon auch mehrfach gesagt, gerade in den Zwischensequenzen, also in den Freundschaftssequenzen nenne ich es jetzt mal, oder halt generell in Dialogen, dann flippt zwischendurch das Gesicht ein bisschen aus, im Sinne von, beziehungsweise der Kopf, sprich, der Kopf wandert nach links, obwohl der Gesprächspartner rechts sitzt und snappt instant zurück, wo ich mir denke, so, dass das jetzt gerade nicht knack gemacht hat und das Genick durch ist, Respekt dafür. Andererseits, manche Dialoge sind schon echt flach. Also gerade jetzt fand ich am Ende diese Runde, die wir da laufen konnten, die wir in der letzten Folge hatten, wo wir nochmal mit allen sprechen konnten. Ich kann verstehen, dass man sowas einbaut, aber alle diese Dialoge hätten mindestens halb so lang sein können und es wäre besser gewesen. Tut mir leid. Auch ansonsten, wie gesagt, manchmal sind die Dialoge nicht so schön ausgeschrieben. Die Story an sich ganz cool, halt auch gerade so der Plot-Twist am Ende, dass dann plötzlich, was man in einem gewissen Rahmen auch absehen konnte, dass Hunter als
Gefäß für Cthorn dienen soll. Und dass mit dem Zerbrechen des Halsbandes halt einfach Cthorn dann Besitz vom Hunter ergreift und wir erstmal den Hunter zerlegen müssen. Das ist normalerweise herausfordernder, möchte ich anmerken. Es ist eigentlich nicht gedacht, dass man den innerhalb von 3 Zügen mit zweimal Storms Gewitterexplosion oder wie das Ding heißt, Gewittersturm, einfach in Grund und Boden stampft. Ist nicht so gedacht. Aber es ist witzig, dass das geht. Generell, finde ich, sind die legendären Fähigkeiten alle ein gutes Stück drüber. Was an sich cool ist, weil man dann halt diese Power Fantasy wieder hat. Gleichzeitig hat man halt das Problem, sie machen die Mission zu leicht und gerade den Kampf gegen Hunter, der meiner Meinung nach der wahre, also der schwerste Fight im Spiel sein sollte, wurde halt jetzt einfach absolut trivialisiert. Das war, egal auf welcher Schwierigkeit wir das gespielt hätten, der wäre halt weg gewesen. Na, der hätte zwei Runden, der hätte vielleicht eine Runde auf 2 mehr ausgehalten, aber da wäre ja nichts anders abgelaufen. Dann sonst, was halt auch wieder so ein typisches Phyrexis-Problem ist, sind zwischendurch Animations-Lags, will ich jetzt mal nennen, oder Animations-Loops. Das hatten wir zwischendurch, da kam dann Verstärkung rein und einer von den Verstärkungen, man hat ihn nur irgendwie im Hintergrund laufen sehen und er lief und lief und lief, aber lief auf der Stelle. Und bis zu einem gewissen Punkt hat man sich gedacht, oh Gott, oh jetzt hängt sich das Spiel auf. Und dann macht es einmal Klick. Ich wollte gerade schnipsen, aber ich glaube, das ist zu laut im Mikrofon, wenn ich direkt neben dem Mikrofon schnipse. Macht es halt einmal Klick und er wird an seinen Platz teleportiert und dann ist gut. Dann geht es auch ganz normal weiter. Oder auch, wie wir jetzt gerade zwischendurch mal gesehen haben, dann ist theoretisch das Missionsziel erreicht. Und man hat halt trotzdem nochmal so 5 Sekunden Cooldown. Also 5 Sekunden, wo halt nichts passiert. Wo ich mir denke, warum? Man kann doch sagen, okay, Ziel erreicht. Nochmal vielleicht ein Zoom-Out oder so. Also, dass die Kamera halt rausfährt. Dass man nochmal das gesamte Schlachtfeld sieht. Falls da vielleicht sogar noch Gegner sind. Und Schwarzblende, Cutscene. Wäre meiner Meinung nach durchaus möglich. Also wie gesagt, alles in allem wundervolles Spiel. Nur so ein paar finishing Touches, die fehlen mir noch ein bisschen. Und was mich persönlich echt ärgert und was sie immer noch nicht gefixt haben, ist die Sache mit dem einen Skin, den wir nicht freischalten konnten. Es gibt Mods, die den freischalten, aber ich bin persönlich der Meinung, Mods sind da, um ein Spiel abwechslungsreicher zu machen, um die Kreativität der Community zu zeigen, nicht um die Fehler einer Firma zu beheben. Absolut nicht. I came to destroy him. More lies from his herald. You surprised me, beloved one. Coming so far. It is over already. Child. Amateurs. Diese Cutscene stammt übrigens aus dem DLC. Und wem dieser Panzerhandschuh und diese gepanzerten Füße gehören, manche wissen es vielleicht. Und ich werde es euch nicht verraten. Einfach weil ich hoffe, dass es einen zweiten Teil geben wird. Vielleicht nicht mit dem Hunter. Vielleicht mit ein paar neuen Helden. Vielleicht ein Großteil der Midnight Suns sehr gerne. Nicht unbedingt alle.
Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich einfach finde, ne, ich hätte gern für eine Nachfolge, hätte ich gern Abwechslung. Und wenn der kommt, sehen wir uns hier wieder in der Abtei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir gucken uns ein letztes Mal in diesem Zimmer um, voller leerer Bilderrahmen, die ich niemals gefüllt habe, weil ich mich da absolut nicht mit aufhalten wollte. Und ja, ich würde sagen, das war's von Marvel's Midnight Suns. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Projekt. Was das wird, weiß ich persönlich selber noch nicht. Ich habe 2 Spiele zur Auswahl. Eins davon wird's und eventuell schmeiße ich einfach eine Münze, um es zu entscheiden. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Witzigerweise ist unser Collar jetzt, also unser Halsband jetzt nicht mehr zerbrochen. Aber hey. So, ich kann euch auch noch eben, das kann ich noch eben machen. Ne, falsche Taste. Nämlich den neuen Kampfanzug, den wir freigeschaltet haben. Super. Ja, hat was von, wie heißt's? Hat, finde ich, was von Shazam oder halt Superman. Fehlt nur die Boxershorts über den Klamotten. Aber gut. So, jetzt aber wirklich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Freunde.